Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ja, wo bleibst denn? Wo bleibst denn? Ja, jetzt schon da. Schauen Sie. Danke, schauen Sie. Prost. Prost, Herr Hauptschüler. Sie, das ist bei Gericht gesetzlich nicht erlaubt. Himmel, Donner, Wetter. Vorwärts, die Verhandlung beginnt. Heute geht es um ganz etwas anderes, als worum es eigentlich geht. Ein Zeuge wird zur Hauptperson. Der königlich-bayerische Lokomotivführer Ludwig Festl mit seinem Heizer Alois Brunnhuber. So, ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen, Herr Baron. Ich würdige Ihr Interesse als Eisenbahnrat an diesem an sich ja völlig belanglosen Verfahren, das nur infolge einer Nichtigkeitsklage des Herrn Abgeordneten Paulus Gastwirts von Biburg wieder in Gang kommen soll. Ja, dadurch, dass der Zug Nummer 12-54 am 9. Juli 1912 auf der Station Biburg nicht angehalten hat, konnte mein Mandant, der Herr Abgeordnete und Gastwirt Josef Paulus, den an diesem Tage angesetzten Gerichtstermin hier in Geisbach um 10 Uhr nicht wahrnehmen. Und es ist in der Vaterschaftssache ein Versäumnisurteil ergangen. Natürlich geht es wie üblich nur ums Geld, nicht weil nur darum, wer zahlen soll, nicht um die Vaterschaft selber. Gehen wir rein, meine Herren. Ja, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich der ganzen Verhandlung gewissermaßen als beobachtender Hospitant beiwohnen könnte. Das trifft sich ausgezeichnet, Herr Baron. Ich kann Ihnen einen hervorragenden Platz anbieten. Der Herr Staatsanwalt ist nämlich heute nicht da. Bitte sehr schön. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Achtung, das königlich-bayerische Amtsgericht. Morgen, Herr Sassen. Oh, Herr Baron, bitte schön. Hier rüber. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, ich muss zugestehen, dass wir infolge des Schreibens des Herrn Beklagten bzw. heutigen Klägers des Herrn Abgeordneten tatsächlich an dem Verfahren interessiert sind. Ja, es sein müssen. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Herr Baron? So, darf ich beginnen? Ich bitte darum. Ja, am 9. Juli dieses Jahres erging Versäumnisurteil in der Vaterschaftsklage Walpertinger Rosa contra Paulus Josef, beide aus Biberg. Ja, Herr Paulus, warum haben Sie denn keinen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, wenn Sie tatsächlich beweisen können, dass Sie durch ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis damals am Erscheinen zum Gerichtstermin verhindert worden sind? Ja, da fragen Sie nur lieber die königliche Eisenbahn. Bei mir trifft an derer Vaterschaft überhaupt kein Schuld mehr. Ja, er meint die Zahlungsverpflichtung natürlich. Der Herr Doktor sagt es auch. Die Eisenbahn sagt er, die muss zahlen oder abfinden. Ja, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Und da melde ich, Herr Doktor, Zweifel an. Das ist mir wurscht. Ich halte mir an die Bahn. Und 16 Jahre lang muss die Bahn zahlen. Da gibt es überhaupt gar kein Radi. Oder Bau abfinden. Herr Kläger, erlauben Sie einen kleinen Einwand, aber Herr Präsident. Sie scheinen da einem äußerst fatalen Irrtum zu obliegen. Ihre Vaterschaft hat doch nicht das Geringste mit der königlich-bayerischen Eisenbahn zu tun. Haarsträubend ist allein der Brief, den der Herr Abgeordnete an uns geschrieben hat. Er müsste bei den Akten liegen. Das stimmt ja, den habe ich hier. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Ja. Versuchen zu entziffern. Biburg, den 28. September und so weiter und so weiter. An das königliche Eisenbahnministerium in München. Lieber Herr Minister von Seidlein, nachdem Sie durch Ihr eigenes Verschulden meine Vaterschaft bei der Rosa Ihrem Dirndl verschuldet haben, weil mich Euer Zug nicht zum Gericht gebracht hat, übersende ich Ihnen die Rechnung von der Rosa für eine Abfindung von 4.000 Mark. Ja. Hören Sie die Gedankengänge des Herrn Paulus? Ja.
stelle ich Ihnen heim, das Geld mir zu zahlen in München, wenn ich wieder im Parlament bin, oder es gleich der Rosa Walpertinger Gastronomiebedienstete zu Biburg zu schicken. Es grüßt Ihnen hochachtungsvoll etc. 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 Brav. Und Sie, Herr Doktor, wollen sowas unterstützen, wie? Ja, ich hab's ja schon einmal gesagt, Herr Vorsitzender, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Mein Mandant hat Aussichten, in der Hauptsache davon zu kommen. Wenn Sie unter der Hauptsache die Vaterschaft verstehen, dann glaube ich das nicht, Herr Doktor. Fräulein Walpertinger übrigens auch nicht, und das mit Recht. Natürlich, zahlen muss werden, Herr Rat. Ändern lass es nicht gut sein. Und eine Abfindung wollen wir heute halt schon lieber fürs Geld, klar weiß ich jetzt im Monat. Da muss er da recht geben, Rosa. Man muss ja an den Zins auch denken, nicht? Mit einer Abfindung war es für alle besser dran. Hören Sie sich das an, Herr Baron. Langsam, Herr Paulus, ganz langsam. Von Ihrer Vaterschaft, von der Vaterschaft, wollen wir vorsichtigerweise sagen, ist überhaupt noch nicht die Rede. Vaterschaft hin oder her. Rechtsmasse trifft es jetzt selbst als die Eisenbahn. Und die hat die Vaterschaft zum Tragen. Ihre Vaterschaft, das ist ja ungeheuerlich. Also erlauben Sie bitte, mein Herr. Dirnd ist ja so viel brav. Darauf war ich nicht gefasst, Herr Präsident. Es geht mir hier doch nicht um diese ominöse Vaterschaft. Es geht mir doch einzig und allein um die Hintergründe einer Fahrplansverfehlung des 12-54 Landshut-Geisbach vom 9. Juli dieses Jahres. Begangen auf der Station Biburg um 9 Uhr und 15 Minuten. Ja, mir geht's auch darum, Herr Baron, wenn auch aus anderen Gründen. Herr Paulus muss zuerst einmal auf jeden Fall schlagend beweisen, dass der Zug tatsächlich in Biburg nicht gehalten hat. Richtig, ihr müsst erklären und beweisen können, jawohl. Der Lokomotivführer nämlich, Herr Fessel Ludwig und sein Heizer Brunhuber Alois, ja. Also, Sie können sich nicht erinnern. Und der Zugschaffner, Ödmeier Martin, hat desgleichen eine sehr blasse Erinnerung an eine etwaige Verspätung, aber doch gar keine an ein Durchfahren ohne Anhalt an der Station Biburg, Herr Amtsgerichtsrat. Hä? Im Namen meines Amtsorgans des Königlich-Bayerischen Verkehrsministeriums verlange ich einen klaren Erweis einer Fahrplansverfehlung des 12-54 vom 9. Juli dieses Jahres. Einen klaren und sehr einleuchtenden. Ich danke. Herr Hubertus, Baron von Sindelfing, ich bedanke mich ebenfalls für die Präzision Ihrer sehr detaillierten Ausführungen. Nun zur Sache. Herr Paulus, haben Sie außer Ihrer ziemlich dreisten Behauptung, der Zug sei tatsächlich in Biburg damals durchgefahren, irgendeinen glaubwürdigen Beweis dafür, dass ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis Sie gehindert hat, am 9. Juli, 10 Uhr vormittags, zum Vaterschaftstermin zu erscheinen? Nein, Sie haben ihn nicht. Die Nichtigkeitsklage ist somit abgewiesen, die Sitzung ist geschlossen. Ja, nur langsam, Herr Amtsrichter. So schnell schießen nicht einmal die Presse. Aber, Herr Vorsitzender, selbstverständlich haben wir Beweise. So sind Beweise? Ja, erstens ist mein Mandant am 9. Juli tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen. Aber, Herr Doktor... Ja, und zweitens, Herr Vorsitzender, haben wir einen Zeugen. So, so. Ein Fünfe habe ich. So. Jetzt möchte ich fragen, warum ist denn Fräulein Walpertinger, die damalige Klägerin, die Kindsmutter, pünktlich zu dem Vaterschaftstermin erschienen? Sie wohnt doch auch in Biburg, nicht? Dürfte denselben Zug benutzt haben. Na, sie ist bei ihrer Schwester Geisbach schon drei Tage herin gewesen. Such's was. Ja, das stimmt. Lassen Sie einen Kurbi rufen, Herr Rat. Der Kurbi ist eine Respektsperson. Naja, der wollte nämlich aussteigen zu Biburg, weil er eine Rose kaufen wollte beim Viehbeck. Mein Klient meinte den Zeugen Held Corbinian, Pferdehändler von ja. Amtsbekannt. Ist das Ihr stärkster Trumpf, Herr Doktor? Ja. Na ja, bitteschön, von mir aus. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Corbinian Held herein. Den Zeugen Held Corbinian, jawohl. Auch ich habe diverse Zeugen mitgebracht und zur Einvernahme bereitgestellt. Darunter den betroffenen Lokomotivführer Fest Ludwig und Brunhuber Alois. Ich danke. Ja. Ich habe ja selber einen Verlust gehabt durch die Eisenbahn damals. Mir hat die Sturten glatt der Brunner Seppel vor der Nase weggekauft. Und warum? Weil die Hans Wurschen den Biburg nicht angehalten haben. Und warum nicht? Weil sie nicht aufgepasst haben. Und warum haben sie nicht aufgepasst? Ha? Ich werde das dem Gericht genau erzählen. Ich kenne die Gründe. Die kenne ich gut, diese Gründe. Und darum muss mir die Eisenbahn auch zahlen. Der Zeuge Held Corbinian, Rosshändler von hier. Geh weiter, Corbi. Wir sind dran. Was ist er für einer der Eisenbahnminister? Meinst du, dass er zahlt? Komm, Corbi, das Gericht wartet nicht.
Wie viel lang glaubt 300 Mark? Nachlassen kann ich auch dabei noch. Ja, okay, weiter. Abfahrt in Selenau 9:05 Uhr, 5 Minuten. Ankunft in Biburg 9:15 Uhr. Abfahrt dort selbst 9:20 Uhr. Ankunft in Römerding 9:25 Uhr. Ja, so stimmt's, dabei bleibe. Abfahrt in Landshut 7:35 Uhr. Ankunft in Bundelhausen 7:45 Uhr. Es stimmt ja alles. Wir können fahren. Auf geht's! So, so, und das soll alles am 9. Juli gewesen sein. Beim Viehberg wollten sie eine Stute kaufen, beim Habers einen Wallach und beim Mittermeier einen Hengst. Ja, und beim Wimmer Zwim noch einen Jahrling, Herr Rat, einen ganz einen schönen Jahrling. Das auch noch so. Ja, der Wimmer ist ja bekannt für seine Jahrling, nicht? Mhm. Also an dem hätte ich glatt einen Hunderter verdient. Mindestens einen Hunderter. Unglaublich, ganz unglaublich. Jawohl, Herr Minister, und wann ich diesen Jahrling in München verkaufe, dann verdiene ich 200 Mark. Und das sind Verluste, meine Herren, gewaltige Verluste. 600 Mark Verlust in der Handelschaft, Herr Rat, das sind Gelder. Das sind sogar für mich Gelder. Herr Held, Sie sind hier Zeuge und als solche haben Sie hier keine Ansprüche anzumelden. Sie haben hier nur zu bestätigen, dass der Zug Nummer 12-54 an der Bahnstation Biburg am 9. Juli vormittags 9 Uhr nicht angehalten hat. Und zwar haben Sie das glaubwürdig darzulegen. Ja, bin ich vielleicht nicht glaubwürdig, Herr Rat. Sie mit mir treiben die größten Ehrenmänner vom ganzen Bezirk Geisbach ihre Handelschaften, gell? Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Held? Sie sollen hier nur aussagen, ob Sie in dem fraglichen Zug gesessen sind und ob dieser selbige Zug in Biberg nicht angehalten hat. Weiter gar nichts. Jawohl, genau sowas. Also, Herr Rat, ich komme von Landshut her, weil ich da tags zuvor den letzten Zug versäumt hatte und wollte in Biburg aussteigen, indem ich dort selbst mehrere Handelschaften abschließen hätte sollen. Ja, die Bauern haben ja schon gewartet auf mich. Und jetzt komme ich wieder nicht. Jetzt haben sie natürlich einen Risse der Konkurrent verschäbert, ist ja logisch. Ja, das ist ja verständlich. Ja, und da draußen sitzen meine Zeugen dafür. Und einen Verlust von 600 Mark möchte ich von der Eisenbahner Sitz kriegen. In Bar, in Scheck oder in Wechsel, das ist mir wurscht. Ich nehme alles. Ja, und ich möchte jetzt von Ihnen kein Wort mehr hören, Herr Held. Sie nehmen jetzt da Platz, gell? Ihre Vernehmung ist beendet. Wir müssen ja kaufen. Die sind da ein Billett, wo nichts drin ist, als wäre ein Pauperticket. Haben Sie nicht verstanden? Sie sollen sich setzen, habe ich gesagt, Herr Held. In Ordnung. Impertinent. Keinen ausgedienten Ackergaul würde ich diesen Kerl verkaufen. Ich bitte um das Wort, Herr Präsident. Aber selbstverständlich, ja. Ich möchte das Gericht darauf aufmerksam machen, dass mir dieser Zeuge des Klägers einen äußerst unglaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat. Tja, da haben Sie sich nicht getäuscht, Herr Baron. Na, Herr Hubertus, Baron von Sintelfing, Major AD und königlicher Eisenbahnrat. Ich beobachte Sie jetzt schon die ganze Zeit. Ach, ja. Sie haben keine Ahnung im Umgang und in der Beurteilung von ländlichen Pferdehändlern. Ich gebe zu, Herr Vorsitzender, dass der Zeuge im Moment seine Situation etwas ausnützt. Aber ist aber sehr euphemistisch ausgedrückt, Herr Doktor. Unsere Viehhändler, das sollten Sie mal 30 Jahre lang hier mitmachen, Herr Baron. 30 Jahre lang mit Ihnen. Ja, trotzdem bestehe ich jetzt auf die Einvernahme meiner Zeugen. Selbstverständlich, das Jahr, Augenblick, Festl Ludwig, Lokomotivführer Brunhuber Alois Heitzer und Ödmeier Martin Zugschaffner. Richtig, ja, ich bitte darum. Herr Wachtmeister, haben Sie verstanden? Die Zeugen von der Eisenbahn. Ja. Jawohl. Ja, und ich sage es gleich vorweg. Meine Herren können sich nicht erinnern, nicht angehalten zu haben in Biburg am 9. Juli des Jahres. Wir werden also beweisen, dass eine Fahrplansverfehlung seitens der königlich-bayerischen Eisenbahn nicht stattgehabt hat. Das heißt, meine Herren haben in Biburg haben angehalten in Biburg. Ja, jawohl. Das kann eine Genasung, Herr Minister, warum die in Biburg nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biburg nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Jawohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss mir jetzt lieber im Biburger jeder Schnellzug halten. Ich bin erneut ums Wort, Herr Rat. Aber selbstverständlich. Ja, also der Bahnhof Biburg rangiert rangmäßig als Bahnhof 7. Klasse, als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Warte, nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt's in Biburg. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeiten von der Eisenbahn. Ich danke schön. So, bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Habe ich Ehre. Sie sind der Herr Festl. Der Herr Lokomotivführer, ja? Los. Und Sie, der Herr? Brunhuber, alles. Heizer und? Ödmeier, Martin Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also, dann gehen wir's an. Hey, meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biburg angehalten. Pünktlich
und exakt. Es scheint, Ruhe bitte, es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen. Der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr Baron. So, Herr Fessel und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Einen Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnliche Pünktlichkeit erfordert. Ja, da spielen Minuten eine große Rolle, nicht? Das ist wahr. Seit 1887 haben wir Lokführer die Eisenbahneruhr. Da sind sogar die Minuten drauf. Ja. Wenn Sie es sehen wollen. Aber selbstverständlich. Das habe ich leider nicht dabei. Ich hätte es Ihnen gern gezeigt, aber ich habe es auf der Lok liegen lassen. Danke, danke, Herr Fessel, das macht nichts. Kommen Sie bitte einen Schritt näher. Ich glaube es Ihnen auch so. So, jetzt, meine Herren, bitte gut aufpassen. Erinnern Sie sich an den 9. Juli, ja? Und zwar die Zeit ungefähr 9.15 Uhr Minuten vormittags, ja? Haben Sie da Ihren Zug in Biburg zum Anhalten gebracht? Und wenn nicht, warum nicht? Mein Herr Ratschanz, ich halte auf der Strecke Landshut-Geisbach jeden Tag 14 Mal an. Mhm. Jeden Tag. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich mal nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu haben. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Meine Herren, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Herr Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen, also sich zu erinnern oder angehalten zu haben? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken, es geht schließlich um keine Bagatelle, oder ist ein Kind vielleicht eine Bagatelle? Und wenn die Bahn nicht zahlt, dann müssen Sie da zahlen, meine Herren. Ich bitte um Ruhe, Herr Paulus. Meine Herren, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach. Der Herr Abgeordnete glaubt, es sei eine praktikable Lösung, die Vaterschaft, sprich Zahlungsverpflichtung, auf Sie abzuwälzen, ne? 16 Jahre lang müsst ihr zahlen, gell? Oder es findet die Roslop mit und 4.000 Mark. Weiter meint er, Sie könnten sich ja in die Summe teilen, meint er, der Herr Abgeordnete. Das ne? Kind ist ja so viel brav. Und ein Schöne wird's auch, das kennt man jetzt schon. Na, also. Wir sind ja in Biburg noch nie ausgestiegen. Wir steigen gerade in Landshut aus und die haben's Geisbach. Da hast recht. Insofern, dass wir in Biburg noch nie nicht angehalten haben, können wir der Vater von der ihren Kind da gar nicht sein. Wir steigen nur in Landshut aus. Und die haben in Geisbach. Also, Verzeihung, diese Frage scheint mir also quasi außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Biburg? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Ja, glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und fantasieren? Ja. Ich bin der Wirt von Biburg und Parlamentarier. Was? In Biburg gibt's ein Wirtshaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine 5 Minuten. 5 Minuten? Das ist zweit. Ja. Hoppala, jetzt haben Sie sich verriet. Jetzt sind Sie aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen. Aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren, bitte schön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon nicht setzen, aber Ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rat, Sie sind durchgefahren, weil es in Biburg keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt es keine? Weil der Paulus Peppi keine zulässt. Und darum ist Biburg auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration, ja. Herr Rat. Das habe ich immer schon gesagt. Der Lokführer braucht sein Bier, da hilft alles nichts. Herr Held, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Herren von der Eisenbahn können selber reden, wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie Sie. Nicht wahr? Setzen Sie sich. So, meine Herren, bitteschön. Warum sind Sie in Biburg durchgefahren? Mein Gott, Biburg ist geil, wir sehen. Die Krüge waren leer. Ja, und 10 Minuten Verspätung können wir uns nicht leisten. Von der ersten Räumerding haben sie wieder eine Bahnhofsrestauration. Und da steht auch jedes Mal gleich der Wirtshausl mit der frischen Maß vor der Maschine. Ja, aber das geht ganz schnell. Da werden nur die Krüge austauscht.
Ich habe noch niemals eine Verspätung gehabt wegen Bierfassen. Noch niemals. Ja, sehr gut, sehr schön, meine Herren. Sie sind also durchgefahren in Biburg, weil die Maßkrüge leer waren, weil die wieder aufgefüllt werden mussten und weil das, wie Sie glaubten, erst in Rämerding wieder möglich war. Ja, aber das muss wahr sein, dass er da der beste Horzer ist, wenn er sein Bier hat. So weit kann ich einen Reger gar nicht auftragen, dass am Brunnhuber alles in der Dampf ausgeht. Ja, danke schön. Danke, Herr Lokomotivführer, meine Herren. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Nichtigkeitsklage des Herrn Paulus gegen das Versäumnisurteil in der Vaterschaftssache wird stattgegeben. Ich hätte aber jetzt ganz gern das Wort Nichtigkeit aufgegriffen und vorgeschlagen, dass wir unter diese nicht so sehr schöne Geschichte einen dicken Strich ziehen. Herr Paulus, Sie sind doch ein rüstiger Witwer, noch ein recht strammes Mannsbild, nicht? Und Freund Rosa ist ja auch nicht grotz wieder, nicht? Wie wäre es, wenn Sie sich entschließen könnten, sich etwas anders zu besinnen, die Hauptsache und vielleicht noch einiges darüber hinaus anzuerkennen und uns dann bald alle zur Hochzeit einzuladen. Ha, wie wäre das? Was? Ich soll nur mal heiraten. Ach, die Ort bin jetzt bei einem Kellnerin. Nix da. Die Eisenbahn, die muss zahlen. Und zwar eine Abfindung vom Bahn 4000 Mark. Und das da auf den Tisch, Herr Eisenbahnintendant. Bitte, bitte, bitte. Oh, jetzt ist es sinnlos. So, jetzt war es sinnlos. Was die Herren selber eingestanden haben, das war der Durststück heute noch mit Biburg. Ja, spinne denn! Ganz einfach ist es wirklich nicht, Herr Paulus. Schauen Sie, das Versäumnisurteil ist durch das Geständnis der Herren aufgehoben. Und gerade dadurch ist die Eisenbahn nicht mehr regresspflichtig zu machen. Ja, aber mal musst du die Sache gekriegt. Einen Augenblick, Herr. Das Ganze wird noch ein Nachspiel haben. Ja, aber bitte. Herr Lokomotivführer, Sie wissen sehr wohl, dass geistige Umnebelung mittels alkoholischer Getränke auf der Lokomotive mit einem strengen Verweis geahndet wird. 12 solcher Verweise, Herr Ludwig Fettel, und Sie werden um eine Gehaltsstufe zurückversetzt. Ja, wissen Sie denn nicht, meine Herren, dass das Königlich Bayerische Verkehrsministerium gegen den Durst auf den Lokomotiven in jeder Lokomotivenhalle ganze Kisten von Krachen, das heißt Sprudeln, zu stehen hat. Jetzt frage Sie, meine Herren, warum bedienen Sie sich nicht damit? Aber mein Herr Baron, schauen Sie, aus Wasser wird doch auf der Maschine Dampf. Nicht wahr? Und der Dampf verdampft. Nein, uns kann wirklich nur das Bier helfen. Augenblick, meine Herrschaften. Ich glaube, mich nicht zu täuschen, dass sich die Kontrahenten, wenn ich sagen darf, die ehemaligen Kontrahenten in der Hauptsache jetzt recht gut verstehen. Ich meine, wir können gratulieren, meine Herren. An unseren guten Wünschen soll es nicht fehlen, Herr Abgeordneter, Freund Rosa, ja? In Gottes Namen, Herr Rosa, weißt du, es ist ja sowieso alles umsonst, aber stinger tut er mir vergreißlich, das sag ich dir. Denk dir nix, Peppi, hab doch sein 4000 Mark auf der Seite. Was tust du 4000 Mark? Ha? Ja, dann pfeif mal auf das Geld von der Eisenbahn. bei 12 ruhigen Punkten, meine Herren, gibt es eine Rückversetzung. Ja, no, wenn's Biburg keine Restauration haben. So, und jetzt baue ich in Biburg eine Bahnrestauration. Sehr gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sitzung zu schließen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Ich habe mir sagen lassen, ein Lokomotivführer trinkt auf der Strecke Geisbach-Landshut zum Beispiel also innerhalb von 3 Stunden bis zu 6 Maß Bier. Also bei dieser Verdampfung, mir wäre es ja zu viel. Ich fahre sowieso lieber mit dem Schäsel von Herrn Ökonomie. Eine liebe Zeit. Trotz der Vorkommnisse und menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.